mal um so plötzlich ein Ende vom 19. Teil, aber jetzt kann ich jetzt hier weitermachen. Ich denke gerade, das R muss ich hier machen. Ich noch abbauen. Abbauen. So. Ich setze den R ergeben. Ich kann kurz hergucken. Das ist die Sonne, die ist für alle weg. Einzig. Ich kann mal wieder hochbauen. Eins niedrig untergegangen bisher. Der hier war zu niedrig. Müssen wir dann E machen hier? Mal weiter nach da. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und jetzt hier ein Redstone-Blöcker. Da müssen wir welche holen, ja? Reichen die wieder längst nicht aus. Jetzt gucke ich mal, wie das denn aussieht, wenn ich dann schlafe. Jetzt wird es nicht gerade Nacht und dann kann ich das auch testen. Worauf ich dann schlafe. So und aus. Den Schlafen anwenden. Das ist schön. Wenn ich dann wieder das Turmfahrt installieren, und sie dann wegmachen. Als ist das ja eine 1.8-Tunnel-Bundesb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 
Inventar wird man relativ schnell dadurch voll. Ich brauche auch Redstone hier. Damit ich diesen Banner hier fertig kriegen kann. Dann werde ich am Ende Screenshot machen, wie finden kann. Und 34, das ist nur noch die, was ich abbauen kann. So, zwei Blöcke gehen noch. Ach, der eine geht nicht mehr. Eisen, jetzt nimmt er nicht mehr auf. Löwenzahn ist platziert drin, dass ich das aufnehmen kann. Jetzt habe ich auch wieder Holz drin. Und auch jetzt mal raus. Jetzt habe ich auch wieder das letzte. Ich kann noch ein bisschen mehr Redstone abbauen. Also ich hab schon gesehen. Wieder. Das Inventar wieder voll, prallvoll gefüllt. Hier sollte ein bisschen kein Monster spawnen, deswegen hier nochmal eine Fackel rein. Hier auch nochmal eine hin. Und das kann ich jetzt weg. Sieht ein bisschen chaotisch jetzt hier aus. Ja, das Holz ist jetzt wieder in dieser Höhle da. Die Rahmen auch durch das Gold vorkommen. Da habe ich so viel Redstone drinne. Wir haben 7 volle Stacks und dann noch so ein bisschen. Alles fair aufteilen. So viel craften hier noch. Ah, dann geht noch. 3 für 64 und einen. Dann muss ich diesen Banner hier weiter bauen. Ah, ich habe ja Lapis Lazuli vergessen. Muss ich auch noch machen. Lapis Lazuli haben wir auch noch mit knapp 4,5 Stacks hier. Vielleicht auch noch ein paar. 3 einzelne bleiben übrig. Also 45 Lapis Lazuli und 65 Redstone-Blöcke. 64 und 1. Ich darf ganz zuletzt dann abfahren. Weil er ja 4-5 Stücke bei jedem rausspringen. Man hat da immer so viel von. Das muss ich ja hier ein E machen. Blau sind ja die Buchstaben. Was muss ich hier machen? Y muss hier beginnen. Hier ist ja die Wetzenebene, also 1, 2, 3, 4. Machen wir den obersten hier. Lass das natürlich hier auch schon mal einen hin. Die 3 Blöcke fliegen Wasser. Muss ich jetzt mal dazu packen. Keine Lappen. Dass ein Lapis hat, den ich im letzten Blöcke. Na, der ist schon zu viel platziert. Also, viel platzieren bringt nichts. Mache ich nur noch vom ersten und siebten Sekunden weiter.
natürlich auf E und jetzt hier komplett runter. Y. Nein, ja, nicht hier oben. Und ich bin wieder hungrig. Also essen. Satt. So, jetzt muss noch jetzt mal mixen. Und jetzt hier noch einer. Ich jetzt ein E. Ich muss jetzt hier ein M hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und jetzt hier noch 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Nein, das ist einer zu niedrig. Ich kann schon 8 machen müssen. Muss er wieder. Da ist wieder auch was schnell. So, da hier. Das ist Gold und das ist das ein Sand. Was ist das? Lehm. Lehm? Muss ich jetzt hier mit dem Glück da oben brauche ich nicht mehr hin. Ich brauche da oben nicht mehr hinzubauen. Weil da nämlich der Vorname ist schon fertig, jetzt muss mein Nachname noch hin. 1. Weil da kann ich jetzt mal gar nicht bauen. Latsch. Es wird dunkel. Also muss ich schon weiter, wieder weiterfahren. Ich habe noch 19 Lapis Lazuli, wird wahrscheinlich dann reichen. Also muss. Hinten sind ja auch viele Erzvorkommen, das ist ja auch. Oder ich baue es mit dem Bett nochmal um, dass ich hier noch eine Art Durchgang hingraben und das komplett sehen kann. Sieht ja schon relativ gut aus. Mehrfach, du kannst nur nachts schlafen. Da ist er auch erst vorkommen. Vor allem nachts schlafen, die sehe ich da. Aber ich glaube, Redstone ist da bestimmt auch. Ja, Redstone ist hier auch. Da habe ich meinen Diamantvorkommen ausgegraben. Die ich auch nicht komplett getan habe. Bauen. Oh, das ist schon wieder Redstone. Ich brauche jede Menge Redstone dafür. Da hat das Redstone, was ich doch bisher angesammelt hat, gar nicht gereicht. Da ist bestimmt eine vollständige Truhe von gebraucht, um das damit zu machen. Lapis Lazuli ist hier auch noch. Und kann noch was aufnehmen, ich kann noch was aufnehmen. Gold habe ich jetzt 2, dann machen wir 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir können ein Stück Kohle verbrennen dafür. Jetzt erstmal weiter Lapis und Redstone abbauen.
schon wieder bei 15 Minuten Aufnahmezeit, also. Letzte Zeit spiele ich Minecraft wirklich gesagt nur in dieser Welt. Und dann nehme ich immer auf. Ich kann auch immer was aufnehmen. Also ein bisschen weiter Redstone-Abbau machen. Jetzt mal wieder Inventar voll. Das ist jetzt Mittag. Ich will diese 8 Golderz und 6 Eisenerz verbrennen. Noch diese 4 Dinger. Ich muss jetzt mal weitere Redstone-Blöcke craften. Was hier schon wieder fast 9 Stacks voll. Da ein paar übrig. Da ist ein lattes Latz, den ich jetzt hier gewonnen habe, auch noch ein bisschen Blöcke bauen. Ach, geht immer noch. Jetzt reicht es nicht mehr. Passt da anscheinend hin. Jetzt muss ich mich nur bis zur Mitte da graben, weil der Vorname schon fertig ist. Lehm. Ich glaube, wir machen Erde jetzt lieber. Muss ich jetzt so hochbauen. Und jetzt die nächste Ebene wieder voll machen. Jetzt muss auch das S gemacht werden. Den Nachnamen. Da bin ich auch fertig mit dem Banner. Könnte ich auch von hier unten machen. So, jetzt. Das ist einfach zu hoch. War einer zu hoch. Jetzt hier noch ein bisschen Lappes Lappi hinbauen. Ein bisschen sichtbarer machen. Mein Haus ist aber nicht sichtbar sein, oder zumindest nicht. Nachtdecke bauen würde. Okay. Und es geht hier weiter.
seine Schlagzeile von der Ebola. Ein deutscher Beamter Ebola-Patient. Der scheint in relativ guten Zustand zu sein. Was ich auch gut finde. Und isoliert ist er auch, weil er keine anderen anstecken kann. Wenn man das wieder bewegen kann. Die Wassergraben, die machen sich dann mal wieder weg. Das ganze Wasser hier oben wegmachen. Sieht nicht so schön aus vor dem Banner. Dieses Wasser. Das ist jetzt erstmal weg. Immer noch Wasser. Jetzt damit. Ich hab noch 13 Seiten, oder? Das sollte gleich mal gut. Und hier sieht es so aus. Dann hoffe ich mal, dass es wieder euch gefallen hat. Klickt dafür wieder hoch. Das macht weitere Motivation. Teilen, das würde mich bekannter machen. Und abonnieren, dann würde ich weitere Videos sehen. Bis dann und ciao.